Und damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Es geht weiter mit uns Karriere, mit den Eisbären Berlin. Ja, 6. Platz, 38 Punkte, 10 Punkte bis Platz 1. Wir haben zwar ein Spiel weniger, aber wir haben heute auf jeden Fall sehr, sehr schwierige Gegner. Ja, die Klatsche gegen Mannheim, die müssen wir schnell abschütteln. Wir schauen erstmal auf die Topscore. Das ist Marcel Nöbitz, Sender, Zach Bojczak, Födal, Bayern, Wisman, Ty Warning, Cimic, Willier und Leon Bergmann. Ja, wir müssen das einfach so schnell wie möglich abhaken. Die Niederlage und jetzt wieder offensiv agieren. Zack. Bojczak, Rumia 2-0. Was ist denn hier? Loot 3-0. Blade by Wim. Drittes Powerplay wahrscheinlich. Und dann auch der dritte Treffer. Was ist das denn? Auch hier zwischen den Toren liegen fast gerade mal nur 2 Minuten. Was ist das da? Also zwischen den dreien hier. Was ein erstes Dritte und was ein Fehlstand von den Fehlstart 4-0. Was ein Fehlstart von den Fischer und Pinguin. Auch jetzt Graf im Tor. Oder war der schon davor im Tor? Nein, Franz Rebert. Für den ist der Arbeitstag auf jeden Fall beendet. Kann man da verstehen, wenn man nach 3 Minuten, genau 3 Minuten, 3 Gegentore bekommt. Ist natürlich aber Cimic 5-0. Und ja, da kann man davon reden. Eine Reaktion haben wir gezeigt, sehr eindeutige Reaktion, und das ist das, was ich möchte. 6-2 gegen Mannheim verloren, auch das völlig verdient, das muss man sagen, 5-1 jetzt noch. Aber das ist das, was ich sehen will. Bojczak macht nochmal einen Deckel drauf, 6-1, und das ist ein überragender Sieg, ganz, ganz stark. Und Mannheim hat auch wieder verloren, sodass ich glaube an uns nicht vorbeikommen. Jetzt gegen München, nächster harter Gegner. Aber was war das denn für ein Spiel? 6-1 gegen Bremerhaven, in echt? War das, glaube ich, nicht so. Aber völlig egal. Es ist wichtig, dass wir jetzt hier, wie gesagt, ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt, aber die Spiele zuvor, gegen wen war das? Gegen Iserlohn und Frankfurt waren sehr, sehr gut. Auch gegen Frankfurt, muss man sagen. Und deswegen war es umso schlimmer, sage ich jetzt mal, dass wir gegen Mannheim so, ja, so ein Debakel bekommen oder einfach so viel falsch gemacht haben. Wir haben ja das von Frankfurt kopiert, offensiv nicht da sein. Und das hat uns halt die Niederlage gebracht. Aber wir haben das gezeigt, was ich möchte. Eine super Reaktion, das muss man einfach ansehen, dass das sehr, sehr stark war. Und ja, Smith bleibt am Puck. Elis, ja, Bojczak jetzt. Ja, auch die erste Reihe gefällt mir sehr, sehr gut. Mit Bojczak, Födal müsste es sein. Und Nöbitz. Jetzt Ty Warning auf McElroy, der auf Cimic. Der Schuss. Blaine Byron. Schade. Aber das war gut, hatten wir dann die Rebound-Chance. Matthias Niederberger, ein richtig starker Keeper, vor allen Dingen bei der deutschen Nationalmannschaft. Deswegen wird es da sehr schwer. Es wäre gut, wenn wir irgendwie die Pucks vor dem eigenen oder vor dem Tor abfälschen, dass er, ja, dass es unhaltbar für ihn ist. Aber wir schauen erstmal jetzt on Quest zu Quest de Sousa, der Schlagschuss Innenpfosten. Und der würde für mich dann auf jeden Fall gehen. Jetzt Melchioni ist alleine durch. Aber scheitert an Matthias Niederberger. Ja, das wäre die Chance zum 1-0. Schade, schade, schade. Chris de Sousa. Oh mein Gott, Cimic. Jetzt Ty Warning. Es ist Ty Warning. Viel Tempo bringt er damit. Ty Warning überläuft da alle. Aber Matthias Niederberger, Endstation. Und jetzt Maxi Kastner, aber ganz stark. Velieu, der Fehler, Aufbaufehler. Achtung, McKiernan. Eisenschmied, der blockt davon. Widerer, glaube ich. Widerer, ganz stark auf Velieu, Velieu. Ja, der Versuch auf Tiffitz. Velieu. Velieu, jetzt auf Cimic. Ah, schade, fast der Pass kommt an. Auf Widerer. Und jetzt Hager. Patrick Hager, aber Cimic ganz, ganz stark. Auch hier zwei
sehr, sehr gute Checks. Und jetzt gehen wir wechseln. Freddy Tiffels bringt aber den Puck nochmal nach vorne, bringt nochmal Tempo mit und Gutstock Freddy Tiffels 1-0. Der Ex-Münchner macht den Treffer zum 1-0, ja. Und da macht das Marco Novak richtig, richtig stark und da kann er sich auf jeden Fall bei Marco Novak bedanken, der da zwei Verteidiger oder zwei Münchner rausnimmt und dann dadurch alleine auf der Seite ist. Bartuli mit dem Fehler Oswald. Weit Oswald hatte hier gerade die Chance zum 1-1. Bittner, Bader, Krumier. Bartuli, ganz stark. Bartuli ist noch ein Konter. Bartuli, schade. Krumier. Geht auch langsam das erste Drittel vorbei. Es steht 1-0. Mal schauen, was jetzt hier noch kommt. So, und jetzt kommen wir mal an den Aufbau langsam ran. Es ist wirklich überhaupt nichts passiert. Wir hatten eine gute Chance gleich am Anfang des zweiten Drittels von Austin Ortega. Da war es ein schnelles 3-1, aber Ortega sagt sich, er macht selber am Ende die falsche Entscheidung. Ja, und wir sind ewig nicht durchgekommen und das ist jetzt die Strafe für München. Ja, geht da richtig hart in der aber Kostcheck anscheinend für Ornquist. Ja, München hatte sonst keine Chancen, wir dann auch nicht mehr, hatten dann am Ende des ersten Drittels noch eine Abseitssituation, wo es schnell gehen könnte, wo sie auch die Konterchance hatten, aber dann ein Stück ins Abseits rennen und dadurch war der Konter verpufft, 5 Sekunden war da ungefähr noch. Achtung, Abetshauser, nächstes Abseits. Ja, aber ich sag mal, die Führung geht völlig in Ordnung. Ortega hatte halt da die Chance. Also ich sag mal, sie hatten auch den Innenpfosten, wo Hildepen den nicht ganz zu hat. Aber ja, man muss sagen, dass die Führung für mich trotzdem hinweg einfach geht. Also ist zufriedenstellend und wollen jetzt natürlich durchs Powerplay vielleicht nachlegen. Föderl scheitert. Jetzt Tai Warning, oh, das macht er einfach überragend. Dieser Tai Warning ist einfach so, ja, wuselig. Oder wie sagt man? Einfach so Stickhandling auch so, so stark und einfach auch, wie schnell er ist. Und dadurch kann er immer noch mal ein paar Meter abnehmen. Wir gehen erstmal wechseln, Föderl dahinter. Föderl, dann der Pass zu Villieu. Dann geht's mal schnell auf Blaine Byron. Boychuk, kann er sich den erlaufen? Nein, Icing. Ja, ist ein Stück zu spät. Schade, schade, schade da. War gut gedacht, muss man sagen. Und München geht da gar nicht wechseln. War gut gedacht, aber ja, dann ist nur knapp gescheitert. Jetzt Boychuk. Da ist Föderl 2-0, meine ich. Nicht 1-0, sondern steht schon 2-0. Und super da. Wirklich richtig starker Konter, aber natürlich viel zu viel Platz für uns. Das muss man sagen. Dann nutzt mal den Platz mal aus über Boychuk. Der legt super auf Föderl und Föderl lässt sich das nicht zweimal nehmen. Und macht das Ding für die Eisbären und das Wichtige. 2-0 und jetzt Blaine Byron, nächste dicke Chance. Byron über die Bande zu Šemić, der auf Leon Bergmann. Schade. Jetzt gehen wir wechseln, also zumindest die Stürmer. Achtung, Ornquist, Elis, der Nationalspieler, scheitert. Hildepen, ja, erstmal Sicherheit. Wir müssen jetzt kein Gegentor riskieren, sagen wir es mal so. Ganz klar. Jetzt wieder mit Tiffels. Und Villier. Šemić in der Verteidigung mit Melchioni. Und dann kommt der Aufbau. Villier. Ja, Tiffels versteckt sich ein Stück. Aber dann auch der Passfehler da. Und dann Šemić. Die sind da sich nicht ganz einig. Oh mein Gott. Villier. Ganz stark gekämpft. Wird dann umgehauen. Krämer. Villier, vielleicht der Pass nach vorne zu Rio Kaiser. Vertendet den Stück weit. Rio Kaiser. Ganz stark, aber wie er sich da durchsetzt. Marco Novak am Kasten. Vorbei, Villier. Villier, Rio Kaiser. Ah, komm, geh nach, geh nach.
Stark und Heim 3-0. Und dann ist es der richtig starke Vorcheck von Rio Kaiser. Muss man sagen, wir können uns das jetzt gleich nochmal hier anschauen. Perfekt, hier Kaiser, da sag ich, geh nach. Ist er mit dem Stock irgendwie dran, mit dem Schläger, und dann macht er das 3-0. Einfach überragend, muss man sagen, was da der Rio Kaiser gemacht hat. Auch der Schuss war nur knapp, aber Elis, den muss er eigentlich machen, wenn er jetzt hier so alleine vor Hildebrand geht. Aber das zweite Drittel ist vorbei. Wir führen 3-0, konnten unsere Führung gut ausbauen. Und mal schauen, was jetzt hier im letzten Drittel noch passiert. Und München hatte hier eine richtig starke Phase. Und da kann man echt froh sein, dass wir nicht das Gegentor bekommen. Wir hatten jetzt wirklich 3-4 gute Chancen, wo sie vielleicht das 3-1 machen müssen. Sogar jetzt Bayern, der Versuch auf Leon. Aber der misslingt, und jetzt Elis. Also wirklich, jetzt hätte München da das Tor verdient, aber sie scheitern immer und immer wieder an Hildebrand. Bayern kriegt dann einen harten Check von D'Souza, McKiernan. Johnson stark von Blaine Bayern. Jetzt wieder der Schuss, Hildebrand. So stark heute im Kasten. Wirklich, Melchioni über die Außen. Immer noch Melchioni, da ist Šimić. Scheitert knapp. Und jetzt Johansson, D'Souza, Kastner. Kastner über die Außen, da ist Johansson. Aber Hildebrand. Melchioni drauf. Velieu, da ist Widerer. Hat mal gut gespielt, aber leider bleibt der Erfolg aus. Achtung. Chris D'Souza. Aber ganz stark verteidigt. Und da ist Widerer. Vergiss den Puck, Tiffels. Und macht der Tiffels auch ganz stark. Freddy Tiffels. Und Matthias Niederberger. Ja, und das ist halt verdient. Also München hätte jetzt schon auch das 3-1, sage ich mal, verdient. Aber sonst, 3 Tore sind für uns verdient. Marco Novak. Jetzt nochmal ganz stark an der Blauen, da wird aber auch nicht super sehr angegriffen. McKiernan, Eisenschmied, Street, Krumier auf Bartoli. Bartoli, Schade, Kaiser, Krumier, Novak, Marco Novak, Schade. Rio Kaiser macht das stark, da ist Krumier, schade. Auch hier eigentlich eine gute Aktion. Hager, Eisenschmied, Johansson. Da ist Eisenschmied. Da hauen wir uns rein, schade, dass wir den nicht blocken können. Aber Hildebrand hat ihn ja am Ende. Jetzt nochmal Boyczak, nochmal abseits. Aber das ist völlig egal. Anscheinend ist es dann, oder es ist zu 99,99% sicher, dass Hildebrand hier den Shutout feiert. Gönnen wir ihn natürlich. Ist ein super überragendes Spiel gewesen hier von Hildebrand. Und ja, 13 Schüsse gehalten. Ganz, ganz stark. Guter Auftritt von uns. Auch hier, die Folge geht sehr gut weiter, weil in den zwei Topspielen, würde ich schon sagen, und wir sind Zweiter, in den Topspielen bekommen wir nur ein Gegentor, jetzt gegen Iserlohn. Vielleicht nicht irgendwie das letzte Spiel wieder vermiesen, sondern weiter so machen, aber Föderl 1-0 mit dem ersten Schuss, Tarjan Chaba mit dem 1-1. Ja, aber von den Schüssen ist es wieder sehr wenig. Ich weiß nicht, warum das immer so beim dritten Spiel in der Folge ist. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Aber wir führen auf einmal Maximilian Heim mit dem 2-0, 6-16 Schüsse und wir führen. Was ist das denn, Velieu 3-1? Aber sie machen das 3-2. Ganz, ganz stark, und LeBlanc macht das 3-3. Also starkes Comeback von Iserlohn hier. Wenn man sieht, was wir eigentlich so an Chancen haben, sie sehr eiskalt aussehen.
von den Schüssen, obwohl das jetzt schon ein Stück ausgeglichener ist, dass wir jetzt mehr Schüsse haben, aber nicht mehr die Tore schießen. Deswegen, Rutkowski, Spiel gedreht. Schießt weniger, Jungs, dann ist es anscheinend erfolgreicher. Blaine Byron 4-4, was ein Spiel nochmal zum Ende. Vielleicht jetzt im Powerplay, ja, das nutzt man nicht. Und jetzt nur erstmal den Punkt holen. Ja, wichtig. Und jetzt vielleicht den Zusatzpunkt in Iserlohn. Kommt, Jungs. Ja, und leider ist es dann nur der Punkt gegen Iserlohn. Aber Iserlohn schlägt sich sehr, sehr stark. Aber was eine Folge. Vierter Platz. Und es ist einfach so, so eng, dass es sich jede Woche ändern kann. Aber über weite Strecken die Folge überragend. Und lasst gerne für die Folge ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne eins zur nächsten Folge. Dann hören wir uns beim nächsten Video. Ciao.